سلام الله عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. إذا لا زلنا في سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية دويتش ليرنن معكم دويتش ميت أيوب. إذا لا زلنا في سلسلة خاصة للمتوسطين بي أينس ليكسيون 19 إم أوتو أونتافيكس، das heißt السفر في السيارة. Gut, Lektion 19, الجزء الثالث, dann Teil 3. Gemeinsam fahren. Gut, dann haben wir noch ein Nuss. Das ist ein Ausflug in den Landschaftspark Duisburg Nord. Dann haben wir eine Rechle oder eine Nuss in den Park der Tabea in Duisburg Nord. Lesen Sie den Blog-Eintrag von Svenja. Ordnen Sie die Fotos den Textabschnitten zu. إذا غادي نقراو هذا النص ديال زفينيا وغادي نرتبوا هذه الصور كل صورة مع المقطع المناسب. إذا zum Beispiel Neues von Svenja. إذا الجديد لزفينيا. Letzten Mittwoch haben Fabian und ich die Führerscheinprüfung bestanden. Mit dem alten Opel von Opa Hans. Er hat sich ein neues Auto gekauft und mir sein altes geschenkt. Haben Fabian und ich gestern einen Ausflug zum Landschaftspark Duisburg Nord gemacht. Der Landschaftspark ist ein Kultur-, Natur-, Freizeitpark, der in den 90er Jahren rund um ein ehemaliges Hüttenwerk gebaut wurde. Ein Hüttenwerk ist eine Industrieanlage, in der Eisen und Stahl hergestellt wird. Keine Info für alle, die nicht aus dem Ruhrgebiet stammen. Das Ruhrgebiet war früher das Zentrum für Bergbau und Stahlindustrie. إذن هنا في هذا المقطع الأول تهضر على إذن الأسبوع الأول فاش أخذوا ورقة أو امتحان ديال القيادة. إذن ماذا قضوا وكيف قضوا العطلة أو الأيام ديالهم في هذا الباك. Heute sind die meisten Hüttenwerke im Ruhrgebiet stillgelegt. In Duisburg hat man aus der alten Industrieanlage etwas ganz Besonderes gemacht. Die großen Werkshallen, die zum Hüttenwerk gehören, sind umgebaut und man nutzt sie heute als Veranstaltungsorte für Theateraufführungen, Tagungen, Feste und Sportevents. Dann haben wir noch die Technik, die Tipptela. Zum Beispiel الأشياء التي أو الكولتور اللي كاينه تما أو الإندستري ولا نظن بعد. Aber weil das Wetter schön war, wollten wir den Park von außen erkunden. Wir sind zuerst auf den Hochofen 5 gestiegen, von dem Mann aus 70 Metern Höhe einen fantastischen Blick auf Duisburg hat. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Grün es im Ruhrgebiet gibt. Die Aussichtsplattform ist übrigens rund um die Uhr geöffnet. Nur bei Sturm, Schnee und Glatteis ist sie geschlossen.
إذا المقطع الثالث يمشي مع أجمل صورة. إذا تتحدث على الجو الجميل الذي يوجد في فوق في أعلى دويسبورغ، واحد الرؤية عنده زوينة جميلة. هناك بعض شني أو ثلج أو عاصفة إلى آخره. Mittags haben wir eine Currywurst mit Pommes gegessen. Auf das Pilsen ein Pilsner Bier haben wir allerdings verzichtet, denn wir hatten ja noch viel vor und außerdem müssten wir abends mit dem Auto wieder nach Dortmund zurückfahren. إذا نتهضروا على ديك بوم الفريد، وكذلك واحد البيرة كيف شربوها وكيف قضوا، كيف تخلوا على بعض الأشياء وكيف قضوا، كيف رجعوا بعد ذلك إلى دورتموند. إذا هنا غادي نشوفوا الصور. إذا أين هي الصورة؟ أينس. إذا أينس زوم باشبيل هي داسيست أين تيليفيك und zwei, das ist hier ein Pommes frites und so weiter. Vielleicht eine Industrie und vier. Wie denn hier eins, Ketten Schema, Telefrik. Also zwei hier und das ist drei. Wachieren, das ist sieben, Eden Chimura. Jeder, was hat denn hier? Im Besucherzentrum haben wir Fahrräder gemietet und dann den Park auf zwei Räder erkundet. Am meisten beeindruckt hat mich der Gasemeter. Dort wurde früher Gas gelagert, das bei der Stahlproduktion entstand. Heute ist er mit 21 Millionen Litern Wasser gefüllt und man kann darin tauschen. Er ist heute das größte Indoor-Tauschbecken Europas. Einfach genial. Ich würde gerne einmal abtauschen. إذا هنا تتحدث حول ماذا؟ حول الغاز، تقريبا 21 مليون لتر كي كونسومو تقريبا الناس، والتي توجد في أوروبا. إذا أشمل صورة. Für Kletterfreunde gibt es den Hochseilparcours. Selbstverständlich klettert man nicht allein in 50 Metern Höhe. Man wird begleitet und das Personal ist geschult. Leider finden die Führungen nur an Samstagen statt. إذا أنا قال لك واحد المسابقة كتكون في الفوق ولا واحد الباركور. إذا هنا كيكون في العلو ديال 50 متر، وكتصاحب كترافق واحد بيرزون، وكيتقام كل سبت. Das absolute Highlight kam zum Schluss. Nachts sind die technischen Anlagen beleuchtet. Bei Einbruch der Nacht, das heißt im Winter schon um 17 Uhr, im Sommer natürlich später, schaltet sich eine Lichtinstallation ein. Wir sind bis 23 Uhr geblieben und haben das Spektakel bewundert. داكشي التقني ديالهم تقريبا في فصل الشتاء تقريبا كيبقاو حتى الساعة الخامسة، ولكن في الصيف يبقون إلى وقت متأخر حتى 11 فما فوق. Der Landi ist wirklich gut gemacht. Er ist mein neuer Lieblingsort im Ruhrgebiet. Fabien war auch begeistert und das will schon was heißen. Ich habe zwar jetzt ein Auto, aber zur Uni fahre ich morgen wieder mit der S-Bahn. Wenn ich mit der Doktoratarbeit fertig bin
und kein Semesterticket mehr bekomme, gründe ich vielleicht eine Fahrgemeinschaft. Mal sehen. Bis bald, eure Svenja. إذا هنا كيهضر على المكان ديال الحب ديالهم، كيفاش قدا، ومكان ديال الغوة، منطقة الغوة مع فابيان، وكذلك حاول أنه سيحضر إلى زينيستا إلى آخره. إذا هنا غادي ندوزو على ندوزو للصوان. إذا هنا تمشي مع فوتو فيه اللي دازت قبل، ونغسس فوتو فنف. إذا هي هي الشركة ديال استخراج الغاز زكس داسيست ديك باراشوت ونزوفايتا كوت. اذا بي في كارس في بوند راين هو فيربت اوف زاينر ويب سايت دا ويب سايت في اين كوستنلوزس باندلا بورتال داس ميت فارغ جليجنهايتن في باندلا انبيتت. Lesen Sie den Text und ordnen Sie die Überschriften, die Abschnitte zu. إذا هنا غادي تقراو حول المواصلات، ربط المواصلات مع بندلا ديالها، كذلك حاول تقراو هاد النص وتربطو مع هاد الكلمات. سون باشبيل هي مية فليكسيبيليتي ان فيكير. إذا هنا قالك كثيرا من الليونة في التنقل. مير زيكاهايت ان فيكير، إن كثير من الصرامة في التنقل. Mehr sparen im Verkehr, identifizieren mit der Toffee, wie Tankon. Mehr Spaß im Verkehr, identifizieren mit der Had und mit der Marach, wie Tankon. Mehr Umwelt im Verkehr, identifizieren mit der Albea, nach Tankon. Gut, was ist das Pendlerportal? Pendlerportal, das ist. Wenn Sie gemeinsam mit anderen fahren, können Sie etwas für sich und die Umwelt tun. Der VRR bietet zusammen mit zahlreichen Partnern das Pendlerportal an. Eine kostenlose Plattform für Berufspendler, die Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten bieten und suchen. إذا هذه تعني تشرح لنا هاد البيندلا. إذا 1 ماهيش كتمشي. إذا ندوزو دابا 2. Der Unterhalt für den eigenen PKW ist teuer. Neben den Ausgaben für Benzin oder Diesel kommen Kosten für Wartung und Versicherung dazu. Mit der Bildung von Fahrgemeinschaften können Sie Ihre Ausgaben reduzieren. إذا هنا تيهضرو حول البنزين و المازوت و البنزين حول الكونسوماسيون ديالهم. هنا دراي mit dem Pendlerportal sehen Sie immer in bester Gesellschaft. Sie können Menschen kennenlernen und sich auf dem Weg zur Arbeit nett unterhalten. Dabei können Sie Stress abbauen. Dann 5 oder 3. Wenn mehrere Personen gemeinsam einen PKW nutzen. Schonen Sie nicht nur Ihr Portemonnaie, sondern auch die Umwelt. Es gibt weniger Staus und weniger Abgase. So leisten Sie einen Beitrag zum Klimaschutz. Nummer 4. Mit dem Pendlerportal wissen Sie immer genau, mit wem Sie den Weg teilen, weil sich alle Teilnehmer mit ihren persönlichen Daten reagieren, auch registrieren müssen. So kommen Sie sicher an Ihr Ziel. 5. Gerade in ländlichen
ländlichen Regionen bietet Ihnen das Pendlerportal in Kombination mit dem öffentlichen Nahverkehr mehr Möglichkeiten, um immer die perfekte Anbindung zu bekommen. Jederzeit schnell und unkompliziert. إذا هذا النص يهضر حول بوابة الركاب. إذا هنايا غادي نحاولوا نجاوبوا على الفقرات حول هذه الكلمات أو المقاطع. إذا zum Beispiel 1 حول ماذا تتحدث؟ Ja, vielleicht das ist mehr sparen im Verkehr. 2 mehr Spaß im Verkehr. 3 das ist mehr Umwelt im Verkehr. Mehr Sicherheit im Verkehr und achteran mehr Flexibilität im Verkehr. Gut, 4. Man kann es doch mal ausprobieren. إذا نقول لك ممكن الواحد يستطيع أن يجرب هذا مرة. Fabien, Svenja und ihr Kommilitone Marius diskutieren oder Marius diskutieren in der Mensa über Fahrgemeinschaften. Hören Sie das Gespräch. Wer beurteilt das Konzept positiv? A. Negativ. B. Und wer sieht Vor- und Nachteile? C. Schreiben Sie die Buchstaben hinter den Namen. إذن نكمل واحد الحوار ولا ديسكوسيون entre Fabiano, Svenja و Marius in منزة. إذا المنزة هي مطعم الجميع حول الفار جيمينشافت. إذا سنستمع إلى هذا الحوار وسنقوم بوضع A. إذا لفابين أو سفينيا أو ماريوس. A. بوزيتيف إيجابية. B. نيجاتيف سلبية. و C. فور نختار. إذا معها إيجابية وسلبية. إذا في هورن يتست. هلو يا زوي. Ist hier noch ein Platz frei? Klar, setz dich. Sagt mal, was macht eigentlich euer Führerschein? Seid ihr schon fertig? Letzte Woche haben wir es endlich geschafft. Es war gar nicht so leicht. Bei mir war es ziemlich knapp, aber Svenja hat alle Aufgaben richtig gelöst. Herzlichen Glückwunsch. Wollt ihr euch denn ein Auto kaufen? Kaufen nicht. Dafür habe ich nicht genug Geld. Mein Opa hat sich ein neues Auto gekauft und mir sein altes geschenkt. Es ist zwar schon 15 Jahre alt, aber es fährt. Zuerst wollte ich es nicht, denn ich komme ganz gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Uni. Außerdem haben wir ja das Semesterticket. Aber dann habe ich mich doch über das Auto gefreut. So kann man am Wochenende auch mal einen Ausflug machen. Unter der Woche brauche ich es nicht. Die Verkehrsverbindungen mit Bussen und Bahnen sind nicht schlecht, da hast du recht. Aber ich komme jeden Tag aus einem kleinen Ort südlich von Iserlohn, da brauche ich das Auto. Das geht schneller als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Fährst du denn jeden Tag alleine? Nein. Ich habe zu Semesterbeginn eine Fahrgemeinschaft mit zwei anderen Studenten gebildet. Sie kommen auch aus der Nähe von Iserlohn. Es ist wirklich praktisch, denn so können wir uns die Benzinkosten teilen. Fahrgemeinschaften sind eine tolle Sache. Du sparst nicht nur Benzin, sondern tust auch etwas für die Umwelt. Auf unseren Straßen sind so viele Staus, weil jeder mit dem eigenen Auto zur Arbeit unterwegs ist. Wenn in jedem Auto 2 oder 3 Personen mitfahren würden, gäbe es viel weniger Staus. Die öffentlichen Verkehrsmittel verbrauchen auch Energie und belasten die Umwelt. Aber nicht so viel wie die PKWs. Mich würde noch etwas anderes stören. Wenn man andere in seinem Auto mitnimmt, kostet das doch Zeit. Du musst zuerst den einen, dann den anderen abholen. Das ist kein Problem. Wir haben einen Treffpunkt ausgemacht. Wir treffen uns jeden Morgen um 7 Uhr an einer Bushaltestelle. Und wenn einer zu spät kommt? Also ich hätte keine Lust zu warten. Ich hasse es, zu spät zur Arbeit oder zur Vorlesung zu kommen. Das ist doch wohl kein Problem. Dann schickt man eine SMS. Bis jetzt hat das prima geklappt. Alle waren immer pünktlich. Rauchst du eigentlich noch? Ja, warum? Na, wenn deine Mitfahrer Nichtraucher sind, kannst du im Auto nicht rauchen. Das stimmt. Aber ich kann ohne Probleme mal eine Stunde auf Zigaretten verzichten. Ich finde, das ist kein Argument, das gegen Fahrgemeinschaften spricht. Wie hast du deine Mitfahrer gefunden? Kanntest du sie vorher? Den einen habe ich übers Pendlerportal gefunden. Der andere war mit mir auf dem Gymnasium. Wir haben zusammen Abitur gemacht.
Wenn man mit anderen fährt, ist die Fahrt nicht so langweilig. Man findet immer interessante Themen, über die man sprechen kann. Wenn man die Leute kennt, ist das auch kein Problem. Aber fremde Leute in meinem Auto? Nein, danke. Ich würde niemals mit Personen, die ich nicht kenne, eine Fahrgemeinschaft bilden. Und ich würde auch nur Frauen mitnehmen. Das verstehe ich. Aber wenn man übers Mitfahrerportal Mitfahrer sucht, sind alle Personen registriert. Da kann nichts passieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit von Frauenfahrgemeinschaften. Fahrt ihr eigentlich auch abends zusammen zurück? Der eine fährt mit mir zurück. Der andere hat für die Heimfahrt eine andere Fahrgemeinschaft gefunden. Für mich kommt eine Fahrgemeinschaft nicht in Frage. Man ist doch total unfrei. Kann nicht nach Hause fahren, wenn man will, muss immer auf andere Rücksicht nehmen. Wenn ich mal abends länger in Dortmund bleibe, sage ich den anderen ein paar Tage vorher Bescheid. Dann können sie sich eine andere Fahrgemeinschaft suchen. Das ist aber erst einmal in diesem Semester passiert. Ach, weißt du, Fabian wollte zuerst auch nicht in einer Wohngemeinschaft leben. Und jetzt wohnt er schon seit 2 Jahren in einer Dreier-WG. Er möchte nicht mehr ausziehen. Irgendwann will er vielleicht auch nicht mehr ohne Fahrgemeinschaft leben. Alles eine Frage der Gewohnheit. Haha. Nächstes Jahr sind wir mit dem Studium fertig und bekommen kein Semesterticket mehr. Die Preise für die öffentlichen Verkehrsmittel sind ziemlich hoch. Ich kann mir deshalb gut vorstellen, eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Marius hat positiv, dann A. B, dann Fabian. Und Svenja, das ist sie. Dann B, hören Sie das Gespräch. Noch einmal, wer sagt was, kreuzen Sie an. إذا سنستمع إليه مرة أخرى ونقوم بالإجابة انفيدا عين كويتس واحد العلامة إذا واحد المهلة لقراءة الأسئلة Eins. Ich brauche eigentlich kein Auto, um zur Universität zu kommen. Das ist Svenja. Zwei. Mit dem eigenen Auto kommt man schneller ans Ziel. Das ist Marius. 3. Wenn man eine Fahrgemeinschaft bildet, schont man die Umwelt. إذا هذه العبارة قال لك عندما تشارك بالسيارة فإنك تحمي البيئة. من قالها؟ Das ist Svenja. 4. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind umweltfreundlicher als die PKWs. إذا قال لك هنا قال لك مواصلة التنقل المفتوحة عبارة عن صديقة للبيئة دي كا بي كا في إذن من قالها أختصيص زفينيا فين فين من متفاغة هات لانجويلت من زيش نيشت أوف در فاغ إذن قال لك إذا كانت عندك شي دراجة فإنك لن تشعر بالملل إذن من قالها أختصيص ماريوس Ich werde keine unbekannten Personen in meinem Auto mitnehmen. إذا قال لك لا أستطيع أن أذهب مع شخص أو أتشارك مع شخص في السيارة. إذا ما قالها das ist Svenja. 7. In meiner Fahrgemeinschaft muss man Rücksicht auf die Mitfahrer nehmen. إذن في المرافقة للسيارات إذن عليك أن تراعي كذلك
زملائك الركاب. إذا من قال Das ist Fabian. Acht. Man gewöhnt sich auch an eine Fahrgemeinschaft. إذا قالك الواحد يعتاد عن على الركاب كذلك. إذا الواحد يعتاد مع الركاب أو يعتاد على الركاب في السيارة. إذا das ist Sven. Sven, ja. إذا نتسي und was ist Ihre Meinung? إذا ما هو رأيكم؟ Sprechen und vergleichen Sie im Kurs. إذا تحددوا وتقارنوا في الكورس. إذا هذا عبارة عن سؤال مفتوح للمشاهدات والمشاهدين. إذا gut, ich bedanke mich ganz herzlich und viel Erfolg wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.